Ih! Ah, das ist bestimmt türkisch. Aber nichts Lebendiges. Oh! Oh mein, nein! Oh mein, oh mein. Hallöle, was machen wir denn heute? Hast du schon mal was vom Lokmas gehört? Keine Ahnung, habe ich nicht. Irgendwas mit Locken? Ist das eine Süßigkeit? Lug mal, guck mal. Irgendwo habe ich es gelesen, aber ich weiß nicht, was es ist. Mhm. Ja, das war der Schriftzug, das ist richtig. Ach. Aber nichts Lebendiges, du. Dann streike ich wirklich das erste Mal. Wird gekleckert, oder wie? Naja, im Kleckern bin ich so gut wie Weltmeister. Jetzt mache ich sie mal auf. Erst guckt Opa rein und dann zeigt er sie euch. Ach, was sind denn das für Bällchen da? Aha. Oh, das sieht ja schon ganz gut aus. Was sind denn das? Schneebälle? Ja, was ist es? Das ist ein Gebäck. Ja, das ist bestimmt türkisch. Das kann sein, dass es Pistazien und Honig ist. So was Ähnliches gibt es auch in Dalmatien. Ja, also in Kroatien. Ja. Das ist bestimmt süß, denke ich. Ich werde es auf jeden Fall probieren, weil das geht über Studieren. Ein Fettgebäck. Fett, fett, fett. Könnt ihr jetzt sehen? Opa, leckt mal ran, dann ist es meins. Ja, Honig. Für Omas empfindlichen Magen hier schon mal reinstechen. Ich würde es hier abfetten, damit es nicht so fettig ist. Das macht man, tue ich das wieder zurück, damit die Sauerei nicht so groß wird. Und dann fange ich jetzt mal an zu essen. Bin jetzt neugierig. Oh, ey. Ey. Nee, das mache ich jetzt anders. Ein bisschen wie Kaugummi, der Rand. Ein bisschen gummiartig. Der Innenteig, ich nehme das jetzt mal auseinander, ich muss mir das mal angucken. Ich esse das jetzt mal so. Ganz anders als ein Pfannkuchen. Pfannkuchen, nee. Nee. Mich erinnert das eigentlich an nichts. Also, es schmeckt gut, es ist ein Fettgebäck und süß. Schmeckt nicht schlecht. Das ist eigentlich Nikos Bezeichnung für gut, ja. Schmeckt gut. Zufrieden bin, dann musst ihr. Schmeckt gut. Ganz, ganz lecker. Sehr fettig, sehr lecker. Ein tolles Gebäck, so mit Pistazien und so, das haben die sehr viel. Ja, ich habe auch gedacht, das ist ein Gebäck. Das ist schon ein bisschen fest, schmeckt ganz lecker. Was ist die traditionelle Variante? Das waren die traditionellen Lokmas, ja? Genau. Gut. Und jetzt bekommst du eine moderne Variante. Aha. Mit ganz anderem Geschmack. Höchstwahrscheinlich, ja. Ih! Boah! Oh! Oh, sieht das toll aus. Oh, ei, 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 Himbeeren. Ich liebe Himbeeren. Ich kaufe mir öfter Himbeeren. Aber nicht so schön. Das sieht ja schon lecker aus. Ui, da ist es auch Kiwi drin. Kiwi, Schokolade, möglicherweise auch Kokosnuss. Sind es jetzt vegane Lokmas? Nein. Aber ich denke, Kiwi ist drin, so ein bisschen Frucht. Muss ich aber mal mein Besteck holen. Das brauche ich jetzt wieder. Mmh. Mmh.
Schöne, frische Erdbeeren. Das ist ziemlich fest, der Teig. Ich nehme das also auch mal wieder in die Hand. Ich esse gerne aus der Hand. Da habe ich mehr Verbindung zu dem Material. Mehr Verbindung. Ja, ich habe einfach... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber es ist einfach schön, frisch gewaschene Hände, so eine Köstlichkeit in den Mund. Und ist das auch ein bisschen warm? Mit Vanille. Pizza. Mit dem Pizza werde ich etwas aufbieten. Erstmal natürlich nehme ich ein bisschen von Kiwi. Kiwi mit Schokolade. Naja, so, dann nehme ich den. Oh, Luco Mares, der hat auch was drin. Oh, weia, ist das gefährlich. Es könnte von Haselnüsse sein. Also lecker schmeckt es ja mit der Schokolade. Aber mir wäre zu viel. Zu süß. Jetzt werde ich mal gucken, ob da was drin ist. Ach, die sind... Ach du lieber Gott, innen sind die auch noch mal mit Schokolade gefüllt. Oder was ist das? Ja. Das ist Kinder Bueno-Füllung. Kinder Bueno. Oh, das ist ja noch köstlicher. Da finde ich eigentlich die traditionellen wären mir lieber. Sind beide gut. Die sind beide gut. Alleine auch diese einfacheren Tiersachen würde ich mir auch kaufen. Ich bin Süßschnabel. Okay, du darfst die Punkte verteilen. Ja. 5 ist das Beste, 1 das Schlechteste. Die traditionellen, den gebe ich eine 1. 1 ist das Schlechteste. Das Schlechteste? Nee, das sollte ja nicht. Ach, ich dachte, das habe ich... Ist schlecht und 5. Nein. Also Lokomades bekommt von mir eine 4. Der türkische Lukma bekommt von mir 5 Punkte. Also sorry, das war falsch. 5 Punkte. Natürlich, wenn ich wählen sollte zwischen den beiden, werde ich die zweite Kombination bevorziehen. Ich habe jetzt noch mal probiert und beide Ausführungen haben mir gut geschmeckt. Schreibt doch mal, was wir sonst noch testen sollen. Und ihr wisst ja, Abo, Däumchen, Glocke. Ihr seid coole Socken.